Ich war schon immer optimistisch, was die Zukunft der Menschheit angeht. Immer, selbst in den schrecklichsten Zeiten. Gewalt ist eine Entscheidung, die ein Mensch trifft und er alleine ist dafür verantwortlich. Es ist möglich, keine Fehler zu machen und trotzdem zu verlieren. Das ist keine Schwäche, das ist das Leben. Eines der Dinge, die ich verstanden habe, ist, dass ich, wenn ich viel über Picard spreche, feststelle, dass ich über mich selbst spreche. Es ist schwer für mich, weil ich 7 Jahre lang in Star Trek die Enterprise geflogen bin und in X-Men in Cerebro gesessen habe und die Leute glauben, dass ich weiß, wovon ich rede. Aber ich versuche immer noch herauszufinden, wie man die Klimaanlage in meinem Auto bedient. Was einen Menschen als König ausweist, ist das Verhalten anderer Menschen ihm gegenüber. Alle Autorität wird vorausgesetzt und wenn andere Menschen deine Autorität nicht akzeptieren, dann hast du sie nicht. Das Entscheidende, um eine überzeugende Autoritätsperson zu sein, ist vielleicht, sich nicht zu sehr anzustrengen. Ich würde es begrüßen, wenn wir zuerst unseren eigenen Planeten in Ordnung bringen, bevor wir die Arroganz aufweisen, unsere signifikant mangelhaften Zivilisationen auf andere Planeten zu befördern. Dies ist ein Aufruf zum Handeln. Nicht ein Handeln, das die Dinge in 6 Monaten oder in einem Jahr besser macht, sondern ein Handeln, das heute Nachmittag, heute Abend, morgen früh das Leben und die Zukunft von jemandem retten könnte. Ich bin nicht der archetypische Hauptdarsteller. Das liegt vor allem an einem Grund. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich keine Haare. Ich mache keine Imitation. Ich kann einen verletzten Elefanten darstellen. Ich kann eine wirklich gute Kuh darstellen. Und da ich viel Zeit in North Yorkshire verbracht habe, kann ich auch Schafe mimen. All das werde ich gerne für Sie zum Besten geben.